Hallo zusammen, ich bin der Johannes Müller und bin gerade an der Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Garmisch-Partenkirchen. Und wir werden heute gemeinsam den Rising Table bauen. Das ist ein modularer Beistelltisch mit verschiedenen Funktionen und unter anderem kann er zum stapelbaren Regal werden. Im ersten Schritt vom Rising Table werden wir jetzt die Kontur ausfräsen, mit einem Offset erstmal runterschruppen. Danach nochmal nachschlichten auf die vollen Tiefe. Wir lassen 2 mm stehen. Das wird zum Schluss abgeschnitten mit der Bandsäge und weggefräst. Und nach dem Schlichten fräsen wir hier nochmal 2 Taschen ein. Die dienen dazu, dass wir die Beine dann etwas mehr stabilisieren können. Bei der Tasche schlichten wir jetzt lediglich das U heraus. Den Rest können wir stehen lassen. Wenn wir dann mit der Bandsäge schneiden, fällt der Rest weg. Und wir können dann sauber bündig fräsen. Im ersten Schritt haben wir jetzt hier vor uns eine Schablonplatte in der gleichen Stärke wie unser fertiges Brett. Das können wir jetzt hier einfach davor einspannen. Und in der Dimension ist es jetzt ein bisschen größer. Das heißt, wir können jetzt hier immer die Konturen fräsen und danach dann einfach ganz entspannt bündig fräsen. Und der Vorteil ist, wir können jetzt gleich die ganze Kontur mit all ihren Rundungen aus diesem Brett ausnehmen und haben danach keinen Stress, irgendwie diese Radien anzubringen. Im Folgenden haben wir jetzt die Kontur, genauso wie die Plattenkontur, ausgeschnitten an genau der gleichen Schablone. Das ist da der Vorteil. Bei der Kontur von den Querzagen habe ich als zusätzliche Verbesserung noch einen Zehntel Radius immer an diesen scharfen Ecken eingefügt. Das macht man bei großen CNCs auch so. Das hat den Vorteil, dass die Maschine etwas weicher um diese Kanten rumfährt. Weil für sie ist es dann wie ein Radius. Das heißt, sie muss nicht komplett abbremsen und scharf ums Eck gehen, sondern es läuft sich dann ein bisschen eleganter. Man sieht es auch nicht, aber es ist einfach schöner zu fräsen. Und jetzt wechseln wir zur Workstation über. Und dazu spannen wir das wieder an der Workstation ein. Und werden hier diese Zapfen horizontal rausfräsen. Und hier oben die Gradverbindung sozusagen mit dem speziellen Gradfräser. Für diese Bearbeitung tauchen wir außerhalb vom Werkstück ein, nähern uns dann der Kontur, fräsen die Kontur. Wichtig ist in einem langsamen Vorschub und konzentriert, damit man nicht austaucht. Das ist wichtig. Fräsen erst drumherum. Die Kontur ist so angelegt, dass man hier wieder rausfährt. Dann kann man auftauchen und hat eine schöne Gradleiste geschaffen. Die Gradleiste ist notwendig, weil sie ein Verwerfen der Platte verhindert. Sie ist eine sogenannte Flächensicherung aus dem traditionellen Holzhandwerk. Jetzt hier verwendet, um eben einerseits die Flächen zu fixieren, sie vor dem Verwerfen zu schützen und andererseits ermöglicht sie aber auch das Quellen und Schwinden der Tischplatten und zwar nach innen. Im nächsten Schritt haben wir jetzt die Gradverbindung noch eingefräst, wieder mit dem Gradfräser. Wichtig, auch hier wieder sehr konzentriert und präzise fräsen, dass er nicht vorher austaucht, bis zum Schluss erst dann hoch. Da wird die Gradleiste auch über Jahrzehnte das Möbel unterstützen, dass es A in seiner Form bleibt und B stabil bleibt. So, in diesem Schritt werden wir jetzt die Beine verrunden mit einem Radius 6 Fräser mit Anlaufring. Und hier haben wir dann schon diesen Radius 6 angefräst auf allen Seiten. Wir führen das Werkstück einfach am Fräser vorbei und fräsen alle 4 Seiten. Und genau das Gleiche machen wir dann auch bei den Querzagenelementen. Und später wechseln wir bei der Tischplatte auf einen Radius 3 Fräser und fräsen die dann genauso am Anlaufring beidseitig durch. Der Schritt ist einfach so wichtig, weil der macht aus dem Bauteil dann einfach ein Möbelbauteil. Weil durch das Runden wird dann die Zage eleganter, sie wird weicher, man sieht nicht mehr so ganz die Holzstärke, sondern sie wirkt dann dadurch auch leichter. Und das sind dann die Elemente, die machen das dann zum Schluss dann besonders. Das sind die Details, auf die es ankommt.
Bevor wir jetzt die Passung kontrollieren, der Gratverbindungen in die Tischplatte, macht Sinn, alles einfach nochmal vorher abzuschleifen, damit das schon mal grob passt und dann auch die Radien und entsprechend anzuschleifen, dass das alles korrekt ist. Und danach stecken wir es zusammen. Wenn es dann nicht mehr auseinander geht, ist es nicht so schlimm, weil dann das ganze Schleifen schon passiert ist. Beim Schleifen an sich ist wichtig, dass wir gestuft schleifen. Wir starten mit einer Körnung von 120. Wenn wir mit 120 alles durchgeschliffen haben, machen wir weiter mit 180. Das ist dann sozusagen schon unser Endschliff. Also da muss dann auch alles passen. Bezüglich dürfen keine Kratzer oder sonst was mehr in der Oberfläche sein. Hier, die müssen wir händisch nachschleifen, weil da können wir nicht mit dem Anlaufring drum rumfräsen. Das heißt, da nehmen wir am besten auch so ein 120er Schleifpapier. Einen Dübel empfehle ich, weil dann bringt man einfach mehr Druck drauf beim Schleifen und kann dann hier diesen Radius händisch erst mit 120 nachschleifen und danach macht man das Ganze dann nochmal mit 180, macht schön sauber, dass es dann optisch auch passt zum Schluss. Im nächsten Schritt, ich habe jetzt hier eine Unterlage drunter gelegt. Die Bauteile sind jetzt fertig geschliffen und sollen möglichst nicht mehr verkratzt werden. Und jetzt probieren wir einfach mal, wie gut der Grat da drin sitzt. Stecken ihn dazu einfach mal leicht rein, sehen, okay, er ist schön drin. Im letzten Drittel geht es jetzt ein bisschen strenger. Das machen wir dann nachher, wenn wir ihn final zusammenzwingen. Mit den Zwingen kommt alles sehr gut zusammen. Perfekt. Jetzt werden wir die Zargen miteinander verleimen. Die Längszarge mit den zwei Querzargen zu einem sogenannten H. Vorher ist wichtig, die Zargen abzukleben mit Klebeband. Das heißt, wenn der Leim, den wir hier und hier angeben, herausquillt, können wir ihn nachher einfacher entfernen. Das ist hier der Vorteil. Und ebenso ist wichtig, die Zulagen, die wir benutzen, auch abzukleben mit einem Klebeband. Wenn wir das dann hier fixieren, mit der Zwinge klebt uns die Zulage nicht fest. Und wir können sie danach wieder einfach wegnehmen. Genau, und dann würde ich sagen, let's glue. Die Zwinge haben wir jetzt abgenommen. Je nach Leim ist es wichtig, die entsprechende Zeit zu warten. Beim Weißleim sind es ungefähr immer 45 Minuten. Es gibt Expressleime, da geht es schneller, aber so 45 Minuten bis eine Stunde ist eine gute Zeit. Der Leim, sieht man jetzt, ist herausgequollen. Den werden wir jetzt mit einem scharfen Eisen abstechen. Es ist besser, ein bisschen zu warten, bis er eingetrocknet ist oder leicht getrocknet ist, weil wenn er flüssig ist, dann verschmiert er die Oberfläche und so lässt er sich besser entfernen. Wenn die Flanken jetzt alle sauber sind und vom Leim befreit, können wir jetzt unsere Tischplatten aufschieben. Das machen wir jetzt hier erstmal mit der Hand. Dann haben wir hier einen Kantenschutz. Den werde ich verwenden, dass ich mir jetzt die Kanten nicht beschädige. Hier auch nochmal. Und nehme dann Zwingen, um das Ganze jetzt zusammen zu zwingen. Lass aber in der Mitte ungefähr 10 mm stehen. Der Rest schiebt sich dann zusammen, wenn wir die Beine an die Platte verleimen. Die Beine bearbeiten wir an der Workstation. Das hat den Vorteil der sehr hohen Wiederholgenauigkeit. Wir können, wenn wir jetzt diese Kontur hier bearbeitet haben, das Bein einfach drehen und sehen hier dann diese andere Kontur. Nehmen dann das nächste Bein. Wir können es auf die gleiche Weise anspannen. Das eingestemmte Zapfenloch am Bein empfehle ich ebenfalls die Workstation zu benutzen. Dazu spannen wir das Bein einfach so ein. Wichtig ist nur, wir müssen hier die Halterung demontieren an der Stelle und können dann alle vier Beine nacheinander exakt ausfräsen. Jetzt sehen wir den Rising Table im verleimten Zustand. Funktioniert recht simpel. Bloß mit zwei Zwingen, wo wir hier die Beine aneinander zwingen und mit der Tischplatte verbinden. Unten habe ich noch Abstandshalter eingefügt. Die gewähren, dass der Abstand einfach
passt, dass der richtig ist. Das ist das lichte Maß der Zagen ohne die Zapfen. Die Zulagen, wenn man alleine ist, ist gut, wenn man die sich vorher mit Tape befestigt. Dann heben sie halt von selber und man kann die Zwingen ganz entspannt ansetzen. Wenn man zu zweit ist, bietet es sich natürlich an, einer ist auf der einen Seite, der andere ist auf der anderen Seite. Ist empfehlenswerter, ist entspannter. Aber allein funktioniert es genauso. Dann einfach hier mit dem Klebeband. Zum Schluss noch über die Fläche drüber fluchten. Das funktioniert so. Man peilt zwei Kanten an, geht dann mit dem Kopf leicht nach unten. Und wenn die Linien auf der gleichen Höhe enden, dann ist es in Flucht und schön verleimt. Und ansonsten haben wir das Problem, dass er vielleicht wackelt zum Schluss. Da muss man ganz stark aufpassen bei Vierfußtischen. Deswegen auf einer ebenen Fläche verleimen, wenn möglich. Wenn möglich auf einen Maschinentisch stellen zum Schluss, dann weiß man, dass es 100% planar ist. Dann passt das Ganze. Das fünfte Bein auf der Materialliste ist einerseits als Ersatz gedacht, falls was schief geht. Andererseits ist es auch für die Abdeckkappen zum Schluss, zum Fräsen da. Zuerst werden die stirnseitig angefräst, danach geht man die Kreissäge, schneiden es ab auf die Fertigdicke und schleifen noch den Radius dran. Ja, für was gibt es die Abdeckkappen? Die Idee beim Rising Table ist, dass er übereinander stapelbar ist, aber auch als einzelnes Möbel funktioniert. Das heißt, man kann ihn auch als Beistelltisch verwenden, man kann sich sogar auch drauf setzen, wenn man es möchte. Und dafür gibt es jetzt diese Abdeckkappe. Die kann man hier einfach draufstecken. Und dann hat der Tisch einen schönen Abschluss. Möchte man jetzt das Modul doch stapeln, kann man super easy hier 5 Cent oder Nickel einschieben, aushebeln und dann ganz leicht wieder entnehmen. Macht man bei alle vier und kann es dann stapeln. Dann kommen wir letztendlich zum finalen Schritt, die Oberfläche. Es ist auch nochmal ein sehr wichtiger Schritt, weil zum Beispiel mein Vater hat immer gesagt, mit der Oberfläche kann man gewinnen oder verlieren. Deswegen ist auch hier besondere Achtsamkeit geboten. Wir werden die Esche ölen. Dazu nutzen wir ein weiß pigmentiertes Öl. Das hat den Vorteil, dass die Esche schöner altert, weil das weiße Pigment dann verhindert, dass sie so schnell gelb wird, was passiert bei hellen Hölzern. Und wir werden sie insgesamt zweimal ölen. Das heißt, jetzt einmal der erste Auftrag, dann über Nacht trocknen lassen. Dann gibt es einen Zwischenschliff mit 240 oder 320. Und danach wird es dann nochmal ein zweites Mal geölt. Vielleicht mit einem Öl, das ein bisschen weniger Weißanteil hat als beim ersten Mal. Dann ist die Oberfläche zum Schluss natürlicher. Beim ersten Mal ist wichtig, dass viel drauf ist, dass es schön einziehen kann. Den Überschuss nehmen wir dann anschließend noch mit einem Tuch weg. Aber erst nach einer gewissen Zeit, dass das Öl auch gut die Chance hat einzuziehen. Generell sind biologische Öle jetzt nicht so schädlich für die Haut wie Lacke oder halt Verdünnungen. Generell empfiehlt es sich aber natürlich, die Haut zu schützen, wenn sie mit den Substanzen in Kontakt kommt, weil man das Ganze ja dann aufnimmt über die Haut. Ich persönlich verwende gern Öle, die ihre Bestandteile offenlegen, dass man weiß, was für Inhalte drin sind. Und die ja möglichst natürliche Bestandteile beinhalten. Wenn wir die eine Seite fertig haben, drehen wir den Tisch einfach um. Hier kann es dann derweil einziehen. Hier ist besonders wichtig, dass wir satt auftragen, weil das letztendlich zum Schluss die Fläche ist, die dann am meisten beansprucht wird. Beim Hirnholz ist es zu sagen, das saugt sehr viel. Das heißt, da muss man immer ein bisschen mehr drauf geben. Und da, wenn man schon was draufgegeben hat, schaut man danach vielleicht nochmal, ist wirklich noch was drauf oder ist es schon komplett eingesogen? Wenn es schon komplett eingesogen ist, darf man gerne auch nochmal drüber gehen. Ist übrigens nicht nur so bei Massivholz, sondern auch vor allem bei MDF. Und jetzt lassen wir es circa 10 Minuten einziehen. Und danach nehmen wir den Überschuss mit dem Lumpen ab. Okay, dann ist das Öl jetzt größtenteils eingetrocknet. Jetzt können wir starten, den Überschuss abzunehmen. Ich nutze dazu oft Baumwolllampen oder alte T-Shirts. Wichtig ist nur, gut, beim hellen Holz empfiehlt sich natürlich ein heller Stoff. Wichtig ist, dass er nicht fusselt. Das heißt, sonst haben wir diese ganzen kleinen Fussel in den Poren drin und es ist unmöglich, die da wieder rauszubekommen. Ich gehe da mehrmals drüber,
weil das den Vorteil hat, dass es dann zum Schluss super, super schön glatt wird. Dadurch glänzt die Oberfläche etwas mehr, wie wenn man jetzt weniger drüber geht. Aber das, finde ich, ist kein Nachteil. Im Gegensatz dazu haben wir halt einfach eine super, super schöne Haptik. Man kann auch so eine Leiste nehmen, legt das Tuch dann drumherum und geht dann hier nochmal rein, dass man hier die Seite gut erwischt. Man merkt es auch, wenn man über die Beine fährt. Am Anfang ist es eher so rau und pappt und danach wird es glatt und es lässt sich viel schöner drüber fahren. Andere Seite. Erst wieder grob. Wenn dann nichts mehr glitzert, dann ist perfekt. Zum Schluss hält man das gegen das Licht und schaut. Man kann die Handschuhe ausziehen. Und drüber, ganz vorsichtig, nicht mit Druck, weil sonst gibt es wieder Abdrücke. Aber das, wenn passt, dann sind wir fertig. Lassen ihn trocknen über Nacht, machen morgen das gleiche nochmal mit dem Zwischenschliff und haben dann einen super schönen Beistelltisch. Und jetzt steht er vor uns, der Rising Table. Ich hoffe, es macht Spaß beim Bauen. Ich habe versucht, es möglichst simpel zu halten, dass man alle Bearbeitungen an der Workstation und am Arbeitsplatz vollführen kann. Das Tolle ist, es besteht aus klassischen Holzverbindungen, die man hier sehr präzise fräsen kann, was es super Spaß macht bei den Fittings, wenn man es dann zusammenschiebt zum Schluss. Das ist, war so mein Punkt, der mir ganz besonders wichtig war. Die zweite Idee dahinter ist, dass es von mir die Vorlage ist und dass jeder, der den Tisch dann nachbaut, im Endeffekt sein eigenes Möbel draus macht. Man nimmt die Holzart, die einem gefällt, man macht das Oberflächenfinish drauf, das man möchte, und man baut so viele davon, wie man will, um es eben als Beistelltisch, als Hocker, als Regal oder auch als Raumtrenner, wenn man sich ein bisschen mehr vornimmt, gerne verwenden kann. Und letztendlich war das jetzt mal von mir der Anfang. Es geht weiter. Es wird sicherlich noch einiges im Shape-Up dazu folgen. Es ist noch nicht das Ende und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen.